Kurz vor 7 im Supermarkt. Das bin ich inmitten von Paletten mit frischem Obst und Gemüse. Das muss drin sein, bevor die Kundschaft kommt, und nach einer Stunde sieht es immer noch so aus wie vorher. Für mich ist das alles komplett neu. War ich doch bisher immer nur Kunde. Der Laden aufmacht, dass wir schon ein wenig Ordnung hier reinbringen. Genau, jetzt kommt schon Kunde. Okay. Wenn die Musik anfängt zu spielen, geht's los. Aber ist es normal, dass so früh schon so gleich der Sturm beginnt? Ja, also vor allem gleich kommen noch mehr. Die ganzen Bauarbeiter, bevor sie ihre Schicht anfangen, holen sich was vom Bäcker hier vorne. Der Laden füllt sich immer mehr und mehr. Und ich habe noch palettenweise Lebensmittel einzuräumen. Es ist stressig. Einkaufen ist für mich generell oft anstrengend. Da bin ich auch, glaube ich, nicht der Einzige mit dem Gefühl. Aber warum ist das so? Alleine der Gedanke an das Einpacken an der Kasse und die lange Schlange mit genervten Leuten hinter mir verdirbt mir irgendwie die Laune. Aber gut, hier und heute soll das anders sein, wurde mir versprochen. Zumindest an der Kasse von Frau Schüner. Plauderkasse, hier haben Sie alle Zeit der Welt. Klingt auf jeden Fall gut. Ich würde mich anstellen, weil ich bin immer zu langsam. Der Kunde hat also Zeit, kann centgenau bezahlen, plaudern und in aller Ruhe einpacken. Ganz ohne Stress. So wie dieses Paar hier. Ich frage mich, wann ich das letzte Mal so entspannt war an der Kasse. Ist es Ihnen aufgefallen, dass sich die Dame an der Kasse mehr Zeit für Sie genommen hat? Ja, eigentlich schon. Er hat sich dann anschließend noch super unterhalten. Das war ein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Nicht so hektisch beim Einräumen, ne? Also ich finde, genau, ja. bei Aldi wird man übers Band noch mit rüber gezogen. Das ist so ein Stress. Ja. Ich krieg Schweißausbrüche. Über was haben Sie geredet? Über Haustiere. Haustiere. Über Katzen, Hunde. Also gestern fand ich es leider doch angenehm. Lassen wir uns überraschen. Wir kennen es sowieso nicht etwas. Ob Haustiere oder einfach das Wetter. Die Kunden genießen ihren kleinen Plausch. Immer dienstags? Ja, gehe ich. Und weil ich so zufrieden bin. Ja. Ja. Ja, weil es ist kein Stress. Ja, einfach schön. Es stimmt schon. Irgendwie wirken die Kunden an der Plauderkasse glücklicher. Zumindest in diesem Moment. Es wäre doch eigentlich schön, wenn es an allen Kassen so wäre, oder? Benedikt Heininger macht seine Ausbildung hier. Er wirkt auf mich angespannt und dann noch drängelnde Kunden in der Schlange. Morgen. Hand aufs Herz, bei so einem Trubel auch lieber an der Plauderkasse oder zufrieden an der? Im Allgemeinen lieber an der Plauderkasse, aber ich komme auch so zurecht. Er muss weitermachen. Zurück an der Plauderkasse. Ich möchte wissen, wie es hinter der Kasse ist. Möchte mit den Kunden selbst ins Gespräch kommen. Bei Helga Schöner sieht das alles so leicht aus. Jetzt würde ich mal sagen, kann ich mich auch mal hinsetzen? Gerne doch. Und beim Plaudern, worauf muss ich achten? Eigentlich auf den Kunden. Das merkt man am Kunden. Ich bin gespannt und möchte den Kunden keine Umstände machen. Nach einer kurzen Einweisung geht es dann los. Oh, mein erster Kunde, ich glaube, jetzt haben wir gar keine Chance mehr. Guten Morgen, Sie dürfen. Sie müssen damit leben, dass es langsam ist. Langsamkeit sollte hier aber eigentlich kein Problem sein. Zumindest fängt es für mich schön langsam an. Mit der Zeit klappt es dann auch mit dem Kassieren immerhin ein bisschen besser. Und jetzt noch plaudern nebenher. Haben Sie eine Katze? Mhm. Ein Hund? Mag der Katze? Ah nee, bei 4 Pfoten war das Hundefutter. Katze oder Hund, wirklich auf das Gespräch konzentrieren kann ich mich nicht. Storno, ich muss den Artikel wieder rausnehmen, verliere das Gespräch. Multitasking in dieser Situation, Fehlanzeige. Einmal auf sofort Storno. Ich erlebe zum ersten Mal den Druck auf dieser Seite, habe noch nie darüber nachgedacht, wie es eigentlich für die Kassiererinnen und Kassierer ist. So, 14,15. Ich wollte den Betrag gerade wieder zurückgeben. Das wäre gut für Sie gewesen. Den dürfen Sie auch haben, natürlich. Wochenende haben wir noch nicht. Ich brauche Wochenende. Hallo. Und weiter geht's. Nach meiner Zeit hinter der Kasse kann ich sagen, hier zu sitzen ist schon genug Stress. Aber wenn die Leute vor der Kasse auch noch Stress mitbringen, ja. Ich finde, Plaudern an der Kasse sollte normal sein. Es muss ja nicht unbedingt lang sein, aber ein bisschen mehr Respekt und Freundlichkeit würde ich mir im Alltag von uns Kunden wünschen. Denn so ein Lächeln gegenüber zu haben, tut auch hinter der Kasse ziemlich gut.